Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil. Und wir sind im Kapitel 2 und sind jetzt hier in der Stadt oder Dorf, je nachdem, und suchen nach Hilfe. Amicia, was wollen die von uns? Ich weiß es nicht. Ich will im Moment nicht darüber nachdenken. Wir bitten Laurentius, uns zu Mama und Papa zu bringen. Ja, natürlich. Oh, Wo ein sind großes denn nur Kloster hier alle? oben. Aber wir sagen, es ist eine Stadt. Und die Lebensmittel hier am Markt schauen leider nicht mehr so gut aus. Ich glaube, hier war schon länger keiner mehr. Schauen wir mal, hier mal irgendwas finden zum Aufnehmen. Oh, die Pferde sind noch da. Die sind ganz schön groß. Die tun mir Ja. nichts. Was sind das für Geräusche? Sind die krank? Sie fauchen bloß. Komm, wir müssen Das nennst weiter. du Fauchen? Okay. Hallo. Komm mal, die streicheln. Ne, okay, du laufst einfach weg. Oh, Äpfel. Hugo, jetzt nicht. Aber nicht Nein. anfassen. Die sind alle verdorben. Aber ich Ja, habe Hunger. würde Wie ich nicht kannst du jetzt ans anfassen. Essen denken? Ah, schauen wir mal hier. Na, hier hinten ist auch nichts. Okay, dann gehen wir mal hier in die Frau, Stadt. da müssen eine Menge Leute sein. Sieht noch Schneider aus hier. Oh, und alles so schön verwinkelt. Ich liebe sowas. Natürlich alles zu, damit wir hier schön auf unserem Pfad bleiben. Verzeihung, bitte wartet doch, Madame. Was haben Sie denn nur? Die waren ängstlich. Ich würde sagen, gehen wir hier lang. Ah, da können wir auch was machen. Verzeiht, ich bin die Tochter von Seigneur Robert de Roon. Wir wurden angegriffen. Wir brauchen Hilfe. Bitte, es ist so kalt. Okay. Jemand hier? Ich bin mit meinem kleinen Ah, Bruder hier. das Das ist Anwesen Fisch der de oder Roon sowas wurde ähnliches. angegriffen. Ich flehe euch an. Bitte helft uns. Was ist denn hier nur los? Ja, gute Frage. Bitte, so helft uns doch! Geht weg! Ihr seid hier nicht willkommen! Warum nicht? Wir haben doch gar nichts gemacht. Wir sind einfach nur zwei Kinder. Ich kann's nicht glauben. Sie verstecken sich. Wir haben zu lange gewartet. Ich sagte dir doch, wir müssen weg. Und wo sollen wir hin? Da ist jemand. Wir kommen zurück, wenn alles vorbei ist. Wir sind alle tot, bevor das hier vorbei ist. Pest. Sieh Deswegen mal, das da hat X. jemand was auf die Türen gemalt. Komm Ja. zurück, das bedeutet, dass sich in diesen Häusern Kranke befinden. Du darfst nichts anfassen. Oh, sie dürfen nicht nach draußen. Die Sache ist viel ernster. Wir könnten uns anstecken. Also lauf nicht überall herum. Ist gut, tut mir leid. Eigentlich schon noch hart, dass man damals da so extrem gebrandmarkt wurde mit dem X. Das Ja, noch Dorf haben wir ist da verseucht. Pestdoktor. Darum verstecken sich alle. Hier riecht's nach Ja. Gegrillten. Gibt's hier ein Fest? Hört Na, sich ich nicht glaube nach einem nicht. Fest an. Mein Gott. Holy shit. Ich will verdammt sein. Da ist der Rest von ihnen. Was? Nein, wartet. Wir suchen nur nach jemandem. Und ihr habt ihn gefunden. Eure verdammte Musik hat das dreckige Ungeziefer herausgelockt, das unsere Kirche überrannt hat. Das Geschmeiß, das unsere Kinder angegriffen und ihnen das schwarze Übel gegeben hat. Jetzt steht ihr Konrad mal vor gegenüber. Und ich sage euch, das ist das letzte Dorf, das ihr infiziert. Amicia! Komm schon! Okay. Was ist los, Dann laufen wir hier Amicia? mal weg. Lauf einfach! Aber warum sind sie so wütend? Wollen sie uns auch verbrennen? Ja, wenn wir jetzt Wir schnell müssen genug uns sind. verstecken, Amicia. Hier, los, rein da, schnell! Oh, na super. Hier ist alles ruhig. Er wird uns bemerken. Rühr dich Ich muss nicht. Nur warten, bis Warte! sie sich zeigen. Dann schnapp ich sie mir. Kannst du vielleicht woanders hinschauen?
Schnapp die lieber anders hin. Oder soll ich es probieren? Was soll dieser Lärm? Okay, das hat funktioniert. Schauen, dass wir ganz schnell vorbeikommen. Komm! Am mir klingt das. Geschafft. Das holt sie nicht am Rumknarzen ist. Dem haben wir es gezeigt. Da seid ihr ja! Oh fuck. Nicht da lang! Wo? Okay. Wo seid ihr lang? Komm, lauf so schnell du kannst! Komm, schneller, 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 schneller. Okay. Wir hätten nicht herkommen dürfen. Warum tun sie das? Sie glauben, dass wir das Böse hergebracht haben. Wir müssen hier irgendwie raus. Es ist doch überhaupt nicht logisch. Wir sind doch gerade erst gekommen und ihr habt es schon länger. Schieben wir sie. Na gut. Was? Schiebe CDK mit B und S. Richte ihn mit der Maus aus. Okay. Ja, fair enough. So, gut, dann jetzt rauf könnt hier. Ihr raufklettern. Das ist hier ein Gerber gewesen. Mit dem ganzen Leder. Okay, hier hat es nur Steine. Und jetzt? Da kann ich was machen, aber da komme ich nicht hin. Muss ich das vielleicht abschießen? Nope. I see. Die Kette sieht nicht sehr stabil aus. Aber das ist ganz schön laut, oder? Hast du eine bessere Idee? Alles klar. Gut. So, komm. Schieben wir. Ja. Die Geräusche dazu. Komm, ich so, hebe dich einmal hoch. Nach oben. Na gut. Gut, ist die Frage. Das ist ein bisschen hoch hier, oder nicht? Ah, na, okay, es geht. Naja, bin ich es aber jetzt nicht mehr gejagt. Wir können jetzt weg, oder? Wenn sie uns nicht erneut finden. Aber du hast deine Schleuder. Du kannst uns beschützen. So einfach ist das nicht, Hugo. Oh. Also Pfeil im Bogen wäre mir lieber. Fremdlinge! Oh nein, schnell! Na, die Leiter, hochklettern, du zuerst! Die sieht nicht sicher aus, Amicia. Wir haben keine Zeit. Komm, schneller, 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 schneller. Ich will auch auf. Ah, fuck. Hab ich doch gesagt. Okay. Weg, 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 weg. Wo willst du hin? Lass mich hier nicht zurück. Amicia, komm her, auf diese Seite. Da bist du ja. Ich hab was zum Aufklettern gefunden. Gut gemacht. Ich werde sie herunterholen. Pass auf. Ah, scheiße, ich hab's jetzt lang gehalten. So. Wie hilft jetzt mir das? Na los, komm schon. Ah, okay. Hier. Gut gemacht. Ich hatte solche Angst. Komm, auf, tut mir leid wegen der Leiter. Mein Fehler. Du hattest recht. Wir müssen nach Hause. Das geht nicht. Nicht ohne Laurentius. Wohin? Ach, wieder dahin. Amicia, da, wo sie versteck sind. Dich. Und? Wo zum Alter. Teufel sind sie? Konrad, wir haben das Gebiet umstellt. Vor ein paar Minuten waren sie noch hier. Ihr beiden wollt das gesamte Gebiet umstellt haben? Schert euch fort. Ruft die anderen und sperrt die Straßen. Wenn ich die Belger erwische, werde ich sie Stück für Stück in die Hölle schicken. Die kommen hier nicht lebend raus. Okay. Ganz viel gute Laune hier. Komm schon. Oh, scheiße. Konrad hat nach dem Tod seines Kindes den Verstand verloren. Wir müssen Unschuldige verbrennen. Kinder jagen. Und währenddessen verbreitet sich die Pest im Dorf. Findest du es normal, dass ein Mädchen hier so, wie die Dinge stehen, einfach mit einem Kind herumläuft? Bestimmt kamen sie aus der Kirche zusammen mit dem anderen Abschaum. Ich glaube, es gibt Unnormaleres als wie das.
So, einmal ablenken. Was war das für ein Geräusch? Sehr gut. Ja, Topfaktion. Wo schmeißen wir dich hin? Hier hinten rein, hä? Ja, da oben sieht uns auch nicht. Ich hab was gehört. Da bin ich mir sicher. Ja. Schau dir die Wand bitte ganz genauer an. Während wir hier flüchten. Nein, nicht schon wieder. Oh, fuck. Ah. Was jetzt? Ich weiß nicht. Wir sitzen in der Falle. Oh nein. Schnell, bitte. Auf. Schneller. Ich versuch's ja. Das hält sie nicht lange auf. Schnell. Sie wissen, wir sind hier. Nein, sie klemmt. Okay. Machst du da raus? Hugo, du musst da durchklettern. Dann mach mir auf. Na gut. Da ist ein Brett davor. Komm, kannst schneller. Du es entfernen? Ich versuche es. Beeil dich. Schnell, Hugo, bitte. Ich hab... Hugo, er ist hier. Hugo, oh, fuck. Scheiße. Fuck. Schnell. Ich kann nicht mehr. Wir müssen weiter, nur noch ein kleines Stück. Eine Sackgasse, wir sind erledigt. Hier entlang, habt keine Angst. Kommt rein. Dankeschön. Dankeschön. In diesem Viertel wütet die Seuche besonders schlimm. Wo sind sie? Wir sagen Konrad, wir haben sie verloren. Ich bleib nicht hier. Hier seid ihr sicher. Hier werden sie niemals nach euch suchen. Ihr seid ja nass bis auf die Knochen. Oben habe ich frische Kleidung für euch. In einer Truhe im Schlafzimmer. Seid ihr sicher? Vielen Dank. Okay. Seht uns einfach so. Ja, Gott sei Dank gibt es ja noch nette Leute. Schöne, aber ein bisschen herabgekommene Wohnung. Schöner Schrank hier. Hat es ja eigentlich nur ganz nett hier. Oh, da hinten ist wieder was zum Sammeln. Weihrauch. Das riecht wie zu Hause. Oh. Mutter hat das auch verwendet. So, dann neue Kleidung. Das ist besser. Und bei dir? Wir müssen Mama finden, Amicia. Nein, noch nicht. Erst müssen wir zu Laurentius. Das ist dumm. Sie werden uns fangen. Hugo, wir tun, was sie uns gesagt hat. Hörst du? Hugo, warte. Ach ja, der Kleine. Aber so bringst du dich halt in Gefahr. Aber gut, so jung wie er ist. Sie passen euch. Gut. Sie haben meinen Enkeln gehört. Oh, ich heiße Clervi. Ich bin Amicia. Und das ist Hugo. Bedank dich, Hugo. Vielen Dank. Clervi, was geht hier nur vor sich? Die Pest. Die Krankheit hat sich vor einigen Tagen hier ausgebreitet. Es ist entsetzlich. So viele sind gestorben. Wo sind eure Eltern? Zu Hause, sie warten auf uns. Wir suchen nach einem Doktor. Laurentius. Oh, Magister Laurentius. Ja, der Mann kam her und hat im Hospiz ausgeholfen. Die Mönche wissen vielleicht mehr, aber... Was? Sie wurden lange nicht mehr gesehen. Keiner nähert sich mehr der Kirche. Aus Angst. Wir haben keine Wahl. Wir müssen nachsehen. Ihr werdet dort umkommen. Aber niemand hört mehr auf die alte Clervi, also... Ich sehe, du trägst eine Schleuder. Du wirst sie brauchen. Aber so taugt sie nicht viel. Geh in den Hof. Dort findest du ein paar neue Lederstreifen. In der Werkstatt nebenan kannst du sie reparieren. Hab Dank für die Hilfe. Okay, dann machen wir das mal aber eigentlich. Du kannst gern das Werkzeug bei der Werkstatt nehmen.
Eigentlich wäre doch die Kirche ein sicherer Ort, oder nicht? Gut, ich habe das Werkzeug. Jetzt brauche ich nur noch das Leder. Ja, hier draußen hat sie gesagt, im Hof irgendwo. Da muss uns der Kleiner vermutlich wieder durch. Da ist es. Leder. Gut, dann an die Arbeit. Ist aber noch ziemlich fleißig gewesen hier, wenn man den ganzen Stapel hier anguckt. So, da. Hierhin. Komm schon, ganz ruhig, konzentrier dich. Okay, wir können hier Sachen aufwerten. Codex. Und müssen wir also Zutaten sammeln. Bänder, machen wir das mal. Schon viel besser. Mit dem richtigen Material könnte ich sie sogar Beutel, noch weiter verbessern. Tasche, Munitionstasche, Ausrüstung. Okay, spannend. Also gut, Augen aufhalten. Ich sollte mich bei Clavie bedanken. Ja, das wäre das Mindeste. Ah, und? Viel besser. Vielen Dank, Clavie. Vielen Dank für alles. Hier habt ihr sie verloren? Ja, sie werden hier nicht lange überleben, wenn du mich fragst. Was zum Teufel tust du da? Leg den Hammer weg! Was bist du für ein Dummkopf? Ich bin kein Dummkopf. Sei still. Kinder, macht nicht so viel Lärm. Ich will zu Mama. Sei still. Du bringst uns noch um. Mama würde uns beschützen. Genug jetzt. Ich will zu Mama. Mama ist tot, Hugo. Du siehst sie nie wieder. Papa auch nicht. Amicia. Du lügst. Sie wurden beim Haus getötet, alle beide. Also sei still. Du lügst. Ich hasse dich. Bitte hört auf. Hugo, nein. Hugo, warte, nicht rausgehen. Das ist doch verrückt. Und da haben wir das Weglaufen wieder. Hugo, komm zurück. Es ist tödlich, was du da machst, kleiner Mann. Aber ich verstehe es. Was macht er denn? Hugo, bitte! Es tut mir leid! Warte! Hier sind bestimmt wieder irgendwelche Collectibles versteckt. Oh Gott! Und da sind auch die Leichen. Ich hätte dich nicht. Ja, so viel zur Hygiene. Sollen. Hör mir doch zu! Nein! Oh, eklig. Es tut mir leid! Oh, was? Oh, scheiße. Oh nein, nein, nein! Ihr Monster! Lasst ihn in Ruhe! Da warst du also die ganze Zeit. Nein! Ich wollte das nicht. Oh. Amicia! Hugo! Ich komme! Mal ganz kurz hier umschauen, letztes Mal. Alter. Tut mir leid. Oh, und jetzt noch dem Pfahl hier. Düster. Okay, machen wir weiter hier. Nee, eine Aussicht. Tot sein. Hugo! Naja, es geht so. Ah, und da ist die Kirche. Man, da war schon bessere Zeiten gesehen gehabt. Lass mich los! Lass mich los! Hä? Hör mit der Zappelei auf! Wir Tut ihm nicht weh! Du wirst mich nicht unter die Erde bringen, Klippen! Ich werde mit dir anfangen! Warum muss ich hierher kommen? Schwingt mich nicht! Scheiße! Soll ich den fertig machen? Scheiße. Okay, ich kann die Teile hier nehmen. Was muss ich tun? Wo ist die Kiste? Schlag mal zu. Was? Leer. Okay. Ich muss die Rüstung irgendwie abschießen. Während er da auf mich zuschlagt. Zu spät! Du entkommst! Früher oder später! Fuck. So, komm. Okay, einmal noch. Das wird mir helfen.
Ich habe keine Angst. Ich werde dir zeigen, was es bedeutet, Menschen zu verlieren. Alter, scheiße. Er ist jetzt voll auf Akku. Weißt du, wie soll ich den erwischen? Kannst du den mal... Alter. Das reicht. Keiner von uns wird sterben. Und der Sieg... Schafft. Sorry. Amicia! Du hast ihn getötet. Ja, ich hatte keine andere Wahl. So schnell sind wir über ein Kapitel. Okay. Verkillt du. Schau, Amicia. Ich komme. Okay. Hier ist aber schon länger kein Gottesdienst mehr gewesen. Da geht's dann vermutlich raus. Warum sind da Kerzen? Mit den Kerzen zeigt man, dass man an jemanden denkt. Oh, darf ich eine anzünden? Wenn du willst. Aber verbrenn dich nicht. Danke. Würde sich jetzt weh dabei? Für Mama und Papa. Bitte wache über sie. Okay, dann schauen wir mal, ob wir hier wieder irgendwas zum Sammeln finden. Hier hört sich alles so komisch an. Das ist das Echo. Schwefel. Hallo! Hugo, hier ist vielleicht jemand. Oh. Oh, eine Halskette. Ein Rosenkranz. Wozu braucht man den? Zum Beten. Kann ich damit mit Mama und Papa reden? Das machen wir zusammen. Vergib mir die Sünde, die ich begangen habe. Ich wollte nicht. Amicia, du tust mir weh. Tut mir leid. Schau mal hinter dem Altar. Nee, da ist nichts. Okay, dann fällt es jetzt nur noch hier auf der rechten Seite. Da, ja, da ist auch was. Alkohol. Ist jetzt beide ein bisschen jung für Alkohol, aber gut. So, dann würde ich sagen... Hier, sieh mal. Ein zerbrochenes Fenster und eine Leiter. Vielleicht kommen wir da raus. Zufälligerweise so dasteht, aber okay. Ich hoffe, sie zerbricht nicht wie die vorhin. Das wird sie nicht, Hugo. Vertrau mir. Amicia, da ist jemand. Kinder, was macht ihr denn hier? Pater, wir brauchen Hilfe. Geht, es ist zu gefährlich. Ihr habt hier nichts zu suchen. Wartet, bitte, es ist wichtig. Wir sollten mit ihm reden. Okay, wenigstens ist es noch eine normale Person. Die uns nicht umbringen will. Ist das der, der weiß, wo Laurentius ist? Das muss er sein. Er muss einfach. Oh, sie haben alles zerstört. Was geht hier vor? Vielleicht bauen sie größere Betten? Das bezweifle ich. Das glaube ich nicht. Und einmal Stoff. Sehr gut. Da hinten blickt auch noch was. Nur mal Schwefel. Ganz schön heruntergekommen hier. Aber das, so wie das aussieht, ist das aber schon länger so, nicht erst seit ein paar Tagen. Den Geruch kenne ich. Hat? Oder die Brauerei? Heilkräuter. Die Mönche müssen sie ins Wasser getan haben, um sich zu reinigen. Mutter hat das auch immer getan. Okay. Nochmal Lieder, sehr gut.
Und da, wo der Mönch gestanden ist, gab es auch noch was. Hat da richtig schön elf geblinkt. Ah, dann gehen wir jetzt erstmal hier hinten in die Ecke rein. Salpeter. Blumen, die sind wunderschön. Das sind Nelken. Ich hatte auch welche in meinem Herbarium. Aber diese hier sind schöner. Hugo, wir müssen weiter. Warte, komm mal her. Was? Die wird dich beschützen und sie sieht schön aus. Oh, na dann. Jetzt können wir gehen. Vielen Dank, Hugo. Schon gut. Süß. Oh, da haben sie die anderen hier begraben zur Not. Warum die ganze Bäume da noch dazu gefällt? Ich glaube, die machen hier so schnell nicht wieder auf. Schauen wir noch auf der Seite, da sind wir jetzt noch nicht gewesen, ob es da was hat. Ja, natürlich. Immer da hingehen, wo man eigentlich nicht hingehen würde. Da findet man immer schöne Sachen. Hier hinten ist nichts. Okay, gehen wir weiter. Hier ist nichts. Außer er. Pater? Ihr schon wieder. Ihr sollt verschwinden. Nur einen Augenblick, nur... Ihr versteht es nicht. Geht, solange ihr noch könnt. Bitte, jemand muss uns helfen. Wenigstens ihm. Das Wappen von Robert Drun. Wir sind seine Kinder. Wir suchen Laurentius, den Doktor. Kennt ihr ihn? Ja, ich kenne ihn. Und ich weiß, er kümmert sich um eure Familie. Er sprach von dir. Ich bin Pater Thomas. Eure Anwesenheit hier ist kein gutes Zeichen. Die Inquisition. Sie kam und sie... Ich kann es mir denken. Doch hier stehen die Dinge weitaus schlimmer. Ihr müsst fort, unverzüglich, sonst sterbt ihr. Aber Pater, die Dorfbewohner wollten uns töten. Sie sind völlig verrückt. Laurentius, nein, ich kann die Kirche nicht verlassen. Aber ein Ausgang durch die Krypta der drei Heiligen. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Ich könnte euch den Weg zu Laurentius' Hof weisen. Doch dann möge Gott euch behüten. Gerade scheint alles ruhig. Kommt! Und bleibt vor allem stets im Lichtschein. Pater, warum wurden Kreuze auf die Türen im Dorf gemalt? Ist es wirklich die Pest? Zuerst wurden Leute gebissen, immer nachts. Dann breitete sich die Krankheit aus. Zunächst innerhalb der Familien, dann überall. Fieber, Beulen, Menschen starben. Und als wir endlich die Ursache fanden, war es bereits zu spät. Und was ist die Ursache? Wir sind fast da. Tja, vor allem Hygieneprobleme und Ratten. Bruder Morell sollte hier sein. Nur wir zwei sind noch übrig. Bruder Morell? Wartet hier! Bruder Morell! Bruder! Stimmt was nicht? Nein!
Oh ja. Sehr eklig. Okay, und der Vater ist ganz weg. Das wird jetzt so interessant hier mit den Ratten, aber ich würde sagen, das schauen wir uns in der nächsten Episode an. Ja, das ist eine gute Frage, warum das so viele sind. Also, liebe Leute, bis zur nächsten Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da. Und vielleicht sogar ein Abo. Und dann bis dann. Ciao.